Herr Jesus Christus, I believe that you are the Son of God. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist and the only way to God. Und der einzige Weg zu Gott. That you died on the cross for my sins. Dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben and rose again from the dead. Und wieder von den Toten auferstanden bist. I come to you now. Ich komme jetzt zu dir, for mercy, um Gnade und Vergebung zu empfangen. I believe you do forgive me. Ich glaube, dass du mir vergibst and receive me as your child. Und mich als dein Kind annimmst. And because you receive me, und weil du mich annimmst, I receive myself nehme auch ich mich als Kind Gottes an. And now, Lord, you know the special Herr, du kennst dieses spezielle Problem, das ich habe. The demonic influences that die dämonischen Einflüsse, die mich quälen. Lord, I want to meet your conditions. Herr, ich möchte deine Bedingungen erfüllen and receive your deliverance. Und deine Befreiung empfangen. First of all, I forgive every other Zunächst vergebe ich allen Menschen, whoever harmed me or wronged die mir je Schaden zugefügt oder mir Unrecht getan haben. Ich vergebe ihnen allen jetzt. Pause for a moment and quietly name the person. Haltet inne, nennt leise für euch alle Menschen, denen ihr vergeben müsst. We're going on. Lord, I have forgiven Wir machen all weiter. These persons. Herr, ich habe all diesen Menschen vergeben. I have laid down all bitterness, ich habe abgelegt all meine Bitterkeit, all resentment, all meinen Groll, all meinen Hass und all meine Rebellion. Ich glaube, dass du mir vergeben hast. Ich danke dir dafür. Auch entsage ich jeglichem Kontakt mit Satan, mit okkulten Mächten, mit Geheimbünden, mit allem, was in Satans Machtbereich liegt. Ich tue Buße darüber, dass ich mich in diesem Machtbereich begeben habe. Und ich wende mich von ihm ab. Auch wenn ein Fluch auf meinem Leben liegt, dann danke ich dir dafür, dass du, Herr, am Kreuz zum Fluch geworden bist, auf dass ich vom Fluch erlöst werde und den Segen empfange. Ich nehme das jetzt in Anspruch, vom Fluch befreit und trete in den Segen ein. Und jetzt, Herr, möchte ich gegen alle bösen Geister in mir angehen, die irgendeinen Bereich meiner Persönlichkeit besetzt halten. Ich möchte dir sagen, dass ich sie hasse. Sie sind meine Feinde. Ich werde mit ihnen keinen Frieden schließen. Keine Kompromisse mit ihnen eingehen. Sie werden keinen Raum mehr in mir haben. Ich wende mich jetzt gegen sie und in der Autorität deines Namens, Jesus, gebiete ich ihnen, mich zu verlassen. Ich stoße sie jetzt hinaus. Im Namen Amen. Jesu. All right, no more praying. Amen. I'll do the final prayer, betet you do nicht the weiter. Go. Ich werde das Schlussgebet sprechen. Right ihr lasst sie einfach gehen. Fangt jetzt damit an, sie im Glauben hinauszustoßen. Herr, als dein Knecht und Repräsentant hier unter der Autorität der Leiterschaft des Ortes, begreife ich in Jesu Namen die Herrschaft über alle bösen Geister, denen entsagt wurde, und gebiete ihnen, in Jesu Namen zu gehen. Lass diese Menschen jetzt los und weicht von ihnen im mächtigen Namen Jesu, der ewig besteht. Ich bekräftige, dass Jesus Christus Herr über dieses Treffen ist, dass er Satan besiegt hat, dass er die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt in Händen hält, dass ihm alle Autorität gegeben ist im Himmel und auf Erden. Satan, im Namen Jesu bist du uns untertan. Du musst uns gehorchen. Du musst von diesen Menschen weichen. Du hast keine Wahl. Die Bibel sagt, dass du gehen musst und du musst wirklich gehen, Satan, in Jesu Namen. Amen. Trachtet nach einer vollständigen Befreiung. Löst euch von allem. Wenn die Salbung über uns ist, könnt ihr alles loswerden. Es ist viel schwieriger, wenn die Salbung wieder nachlässt. So ist es richtig. Kümmert euch nicht um die anderen. Klammert euch nicht an eure Würde. Sie wird in wenigen Augenblicken zurückkehren. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Ich preise deinen heiligen Namen.
Ich preise deinen Namen.